Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die HWNK Box von Neo Unleashed. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. HWNK von Neo Unleashed, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist das Debüt-Release, die Debüt-EP von Neo Unleashed, HWNK. Der Titel der EP ist etwas kryptisch. Es ist eine Abkürzung und zwar steht HWNK für Hurensohn, wer nicht kauft. Ja, Gott sei Dank habe ich mir diese Box, diese EP zugelegt. Wir haben hier auf dem Cover eine Sandkiste zu sehen. Also sieht generell so nach Spielplatz aus. Hier hinten ist unter anderem auch eine Wippe zu sehen. Bäume, Himmel, aber im Fokus steht hier diese Sandkistenszene. Ein kleines Kind hier hat scheinbar eine Sandburg gebaut und dann kommt ein zweites kleines Kind mit einem Neo Unleashed Strampler, der Maske und der Mütze und tritt hier die Sandburg kaputt. Ja, also wunderbares Cover. Dann haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und ansonsten ist die Box hier komplett in diesem schwarz-grau gehalten. Auch die Unterseite sieht alles so aus wie so eine Metalloberfläche. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist vom Material her so eine recht dünne Box, so eine Pappbox. So sieht der Deckel aus von innen. Auf den Seiten übrigens zieht sich diese Optik weiter durch. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die EP an sich, HWNK. Dann haben wir hier ein schwarzes Säckchen mit einer Halskette. Das sind Sticker, die sind hier eingeschweißt. Dann haben wir mit dabei ein Poster, einen Gutschein, noch einen Gutschein, also zwei Gutscheine sind hier mit dabei und eine Autogrammkarte. Jawohl, so sieht die Box von innen aus. Ein Inhalt, den kann ich euch leider nicht zeigen, der ebenfalls in dieser Box sein sollen, hätte sein sollen, wie auch immer, war ein Armband. Also so ein ganz klassisches Silikonarmband war in meiner Box leider nicht dabei. Also, falls ihr die Box habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob die bei euch dabei waren, dieses Armband, ein Armband, mehrere Armbänder, aber wie gesagt, bei mir nicht. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ist einfach ein klassisches schwarzes Armband gewesen, so in Silikon, aus Silikon. Und ich glaube, es war ein weißer Schriftzug drauf mit Neo Unleashed. Gut, wir haben hier die EP. So sieht die aus. Die EP kommt hier ganz einfach in einer Papphülle. Das Cover ist ähnlich wie das der Box. Wir haben hier wieder die Sandkistenszene und scheinbar ist das die Szene kurz danach. Also die Sandburg wurde restlos hier kaputt getreten. Das Kind hier schreit am Spieß und hier sitzt dann klein Neo Unleashed. Ja, der sieht das Ganze gelassen und hat hier den Mittelfinger erhoben. Scheinbar hat er auch noch hier den Schnuller gestohlen. Okay, Verbraucherhinweis gibt es auch wieder. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 7 Tracks an der Zahl. Allesamt Solo-Tracks, wie es hier aussieht. Dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze erschienen über Ultimate Berlin. Das Label. Ah, okay, scheinbar ist die CD so falsch rum drin, wie auch immer. Also, hier oben lesen wir dann wieder HWNK. Den EP-Titel. Und ansonsten auch hier alles wieder in dieser Metalloptik bei der CD. Ja, etwas ungewöhnlich, dass die CD hier oben reingeht. Normalerweise bei den meisten Papphüllen hat man es ja dann doch auf der rechten Seite hier offen. Hier ist es in diesem Fall oben offen. Booklet haben wir keins. Schade, aber wie gesagt, nachdem das so eine Papphülle ist, ist das normal so. Dann haben wir mit dabei Gutscheine. Scheinbar gleich 2 Stück. Ah ja, okay. Wie ich sehe, sind die auch schon abgelaufen. Und zwar haben wir einen 10% auf alles Gutschein von einer Nahrungsmittelergänzung Sportnahrungsfirma. Okay.
Den konnte man damals einlösen vom 1. Juli bis zum 1.8. Bei einem Mindestbestellwert von 30 Euro hat man hier 10% bekommen. Ja, so ging das damals. Und wir haben noch einen zweiten Gutschein, der wie gesagt ebenfalls abgelaufen ist. Ja, 15% auf alles. Bei Ultimate Berlin konnte man da auch nochmal einen Gutschein einlösen. So, genug von den Gutscheinen. Wir haben mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat. In schwarz und weiß das Ganze, hier in der Mitte Neo Unleashed zu sehen. Und hier mit weißem Stift unterschrieben. NEO lesen wir hier. Rückseite blank weiß. Okay. Ein Poster ist mit dabei. Und das Poster sieht so aus. Also im Hochformat das Ganze. Einseitig bedruckt. Und wir haben hier eine Zeichnung von Neo Unleashed hier in schwarz und weiß. Und hier lesen wir dann auch noch Selina Glasgow. Glasglow, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Künstlerin ist, die das Ganze hier fabriziert hat. Wunderbar. Wie gesagt, Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch die Sticker. Selten aber doch, sieht man das mal, dass Sticker tatsächlich eingeschweißt werden. Wurden hier in so einem kleinen Kunststoffsäckchen verschweißt. Wir schauen mal hinein. So. Okay, also das ist echt eine Menge. Wir haben hier Sticker von Neo Unleashed im Hochformat. Immer hier die Maske und darunter der Schriftzug. Auch hier wieder in dieser schwarz-grauen, in dieser Chrom-Metallic-Optik. Sticker sind alle ident und es ist echt eine Menge, also so ein ganzer Packen. Ich werde es mal nur ganz kurz durchzählen, weil ich echt keine Ahnung habe, wie viele das sind. Moment. Stück. Das ist eine stolze Menge. Also 25 Stück von der Größe her ungefähr wie so Sammelsticker, wie so Sammelbildchen. Also falls ihr mal so Panini oder so Fußballheftchen, was auch immer, gesammelt habt, ungefähr das Format haben die. 25 Stück. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch ein schwarzes Säckchen, auch wieder aus Kunststoff. Allerdings sind hier keine Sticker drin, sondern eine Halskette. So. Wir haben hier unten zwei Dogtags. Einmal hier, einmal ein schwarzes Dogtag mit so einem silbernen Aufdruck. Auch hier natürlich wieder die Maske und die Mütze von Neo. Auf der Rückseite glatt schwarz. Und was das Besondere ist an diesem Dogtag, das ist hier wirklich noch umrahmt worden mit so einer Kunststoff, mit so einem Kunststoffrahmen, mit so einem, ja, wie beim Handy, wie so ein Bumper, der das Handy schützt, haben wir hier so einen Kunststoffrahmen um die Dogtag herum gemacht. In schwarz. So sieht das aus. Und wir haben noch eine zweite mit dabei. Hier lesen wir dann wieder den Titel der EP, HWNK. Und auf der Rückseite auch wieder in schwarz. Von der Kette her ist das Ganze so eine reguläre Halskette, wie man sie kennt. Also, so sieht die aus. Hier oben dann der Verschluss. Hier kann man das Ganze dann in der Größe anpassen. Ja, und diese beiden Dogtags sind hier miteinander verbunden. Wobei man kann die auch separat machen. Also hier, das ist ein eigener Abschnitt, ein eigenes kleines Kettchen hier, das hier dran gemacht wurde. Kann man natürlich runter machen und dann eine alleine tragen, je nachdem, wie man möchte. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette samt zwei Dogtags dran. Dann haben wir die Sticker im Hochformat, 25 Stück an der Zahl. Das Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Die beiden Sticker, die beiden Gutscheine, wie gesagt, beide schon abgelaufen im Jahr 2016. Die waren relativ kurz nur gültig. Und natürlich die EP an sich, HWNK von Neo Unleashed, mit insgesamt, ich glaube 7 waren es, genau, 7 Tracks. Jawohl, das alles.
in dieser wunderbaren Box HWNK von Neo Unleashed. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der EP? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Neo Unleashed unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.